Herzlich willkommen zu IWW Independent Wrestling World's Way to Halloween, die Kaufkassette. Und hier spricht Steve the Otaku, der beste Wrestling-Kommentator dieser Erde. Und neben mir sitzt Jason Laming? Laming. Jason Lawrence Laming von den Wrestling Fans United. Auch ein Hallo von mir. Und es geht schwungvoll los mit Sonja, der First Lady der IWW. Richtig, hier sehen wir nämlich einen eigentlich als Dark Match angesetzten Kampf, aber die weiblichen Wesen, die Mädels, the Ladies of IWW des Wrestlings, sollen auch hier genügend Ruhm bekommen. Deswegen zeigen wir diesen Kampf diesmal komplett hier beim IWW Kauftape The Way to Halloween. Das ist das zweite Aufeinandertreffen der beiden Damen, Sonja und Wild Cheyenne, die wir gleich sehen. Letztes Mal konnte Sonja den Sieg für sich einholen und wir werden gespannt darauf achten, wer heute den Pinfall, die Aufgabe, was auch immer erreicht. Richtig, aber wir sollten vielleicht nochmal darauf eingehen, wann The Way to Halloween stattgefunden hat. Und das war nämlich noch 1998, genau gesagt am 4. Oktober. Am 24. Oktober. Meine ich ja. Steve, Sie sind nicht perfekt. Das merkt man schon in den ersten Minuten dieses Kaufvideos. Diese Dame nahezu perfekt. Okay, aber trotzdem 24. Oktober in der Unisporthalle in Hannover, die Veranstaltungshalle, die schon fast zur IWW Arena geworden ist. Und jetzt können Sie gerne auf Wild Cheyenne eingehen. Sie scheinen sie ja sehr zu mögen. Wild Cheyenne, eine sehr imposante Erscheinung hier bei der IWW. Sie kämpft übrigens auch in Österreich bei den Wrestling Warriors Austria. Und ist nicht nur Wrestlerin, sondern auch Managerin von Mr. Tattoo Hubert Fritz, der ja für Deutschland in Österreich antritt. Bisschen richtig, komplizierte Sache. Sie ist dort nur Managerin, weil, das muss man dazu sagen, es außer Sonja momentan keine Gegnerin gibt, die sich traut, gegen Wild Cheyenne oder Sonja in den Ring zu stellen. Nun ja, das bleibt mal dahingestellt. Ein Aufruf an alle Damen, die gerne im Wrestling-Business arbeiten wollen. IWW gibt euch eine Chance, dazu kommen wir später nochmal. Jetzt ein Lockup. Richtig, aber bevor der Kampf richtig losgeht, sollten wir vielleicht doch noch etwas auf den Background eingehen von dem dritten Menschen hier im Ring, denn das ist der German Kid, der Referee, der jetzt leider nicht im Bild ist, hier gerade durchgelaufen ist. Wie gesagt, German Kid kommt aus Hannover, ist auch als Wrestler bekannt und hier eher als Referee, denn er hat sich herausgestellt, dass er wirklich auch ein guter Referee ist und er sollte beide Laufbahnen verfolgen, denn in einer von beiden kann er es sehr weit schaffen. Und das aus Ihrem Munde oder aus deinem Munde, Steve. Heute haben wir uns darauf geeinigt, mal zu duzen. Wir wollen ja hier keine falschen Streitigkeiten vorspielen. Wir mögen uns ja ganz dolle, Steve, nicht wahr? Na gut, kommen wir zum Kampf. Ich weiß nicht, Sonja, wie gesagt, aus Langenhagen, Hannover, hat angefangen zu wresteln bei der IWW-Veranstaltung The European Battle, genauso wie Wild Cheyenne. Denn den ersten Kampf von Sonja, den sie hatte, den möchten wir hier nicht kommentieren. Sonjas erster Kampf, ich glaube es, ich bin mir nicht ganz sicher, fand im Mai 98 in Bremen statt. Da unterlag sie Panzer Kati. Ja, wie gesagt, eben gerade ein super Crossbody von Sonja gesprungen gegen Wild Cheyenne. Darauf sollten wir doch mehr eingehen. Wild Cheyennes Background haben wir schon etwas beleuchtet. Ansonsten, ja, haben die Leute Pech gehabt, oder Jason? Nein, das sehe ich nicht ganz, aber wir gehen natürlich jetzt mal auf dieses Match ein, Steve. Klar, aber vielleicht gleich noch ein paar Background-Informations. Jetzt, was macht sie jetzt? Wild Cheyenne plant irgendwas. Ja, es könnte sein. Wollte gerade sagen, dass sie zu ihrem berühmten Kniejump ansetzt, aber hier jetzt ein Beinhaltegriff auf den Ankle Hold angesetzt, also im Stehen, und was hier betont werden muss, das andere Bein blockiert mit dem Fuß. Solche Aktionen sieht man schon fast bei den Profis nicht mehr. Und hier dieser ganz hoch angesetzte Boston Crab, oder wie man es anders sieht, tief angesetzt. Sieht man auch nicht alle Tage, aber durchaus effektiv. Richtig, sehr effektiv, und Sonja muss leiden. Wild Cheyenne macht es richtig. Sie setzt ihr Gewicht ein. Es ist ja nicht zu übersehen, dass sie doch etwas mehr Gewicht auf die Waage bringt wie Sonja, aber diese kontert mit Flying Moves, wie hier zum Beispiel ein Dropkick, der gar nicht so schlecht aussah. Ja, sie kommt zurück jetzt mit einigen Aktionen.
Ellbogenschläge hier in der Ringecke, aber das dreht Wild Cheyenne um. Jetzt ist sie wieder. Mit dem Vorarm und das tut natürlich weh. Der Referee, der German Kid, geht dazwischen. Kann natürlich nicht ganz so dazwischen gehen wie bei den Männern, weil sonst Gerüchte auftauchen. Na, das sowieso. Obwohl, Sonja ist vergeben, das gleich so hinten weg. Ja, da können wir auch gleich erwähnen, wer es ist. Oh, das sparen wir uns für ein weiteres Match auf, ja, denke ich mal. Da denn haben wir auch recht. Wir sehen den glücklichen oder vielleicht späteren Gatten später noch in dieser Show. Okay. IWW European Battle ist vorbei. Jetzt The Way to Halloween und das zweite Aufeinandertreffen der Damen. Und sie macht es richtig. Ich glaube, sie hat hier Robbie Wildcat Brooks halt als Vorbild genommen, hängt Sonja in die Ecke und tritt auf sie ein mit diesen Kniestößen. Ja, immer aber wieder in den Magen und das nimmt natürlich die Luft. Robbie Brookside würde dagegen natürlich jetzt noch zu seinem Slide ansetzen und dann ganz tief ins Gesicht. Das kennen wir ja von Brookside. Das sehen wir vielleicht später noch. Ja, ob wir es sehen oder nicht, vielleicht sollen wir noch mal ganz kurz auf die Kampfcard eingehen, die wir diesmal nicht im Vorspann eingeblendet haben. Wir haben, wie gesagt, hier jetzt Sonja gegen Wild Cheyenne. Aber wir haben auch noch andere Kämpfe. Wollen Sie da zum Beispiel anfangen, Jason? Wir haben außerdem, oh, jetzt habe ich was verstellt, glaube ich, Carsten Kretschmer gegen Dave Morgan aus England. Wir haben Gary Mountain aus Österreich gegen den Indian Warrior. Jason Cross gegen den German Kid. Ja, das haben wir. Das sollten wir jetzt eigentlich noch nicht ganz verraten. Wir kennen natürlich die Veranstaltung, weil wir beide zugegen waren. Der Kampf wurde eingeschoben, war vorher nicht angekündigt. Aber welcher Kampf angekündigt war, war Quisse Bambi Killer gegen den Bounty Hunter oder halt der Kampf Jason Cross gegen Wildcat Robbie Brookside und der Main Event. Den möchte ich jetzt gerne sagen, Steve. Überlass mir das. Ian Rotten und Reverend Axel Future gegen Cannonball Grizzly und Chris the Bambi Killer. Richtig, aber auch das hätten wir vielleicht nicht unbedingt erwähnen sollen. Jetzt ist natürlich die Gefahr gegeben, dass die Leute nicht mehr gespannt sind, wer der Mystery Opponent von Ian Rotten und Mystery Opponent von Cannonball Grizzly wurde. Aber wie gesagt, die Fans können das ja auch wieder vergessen, weil offiziell sind wir hier noch im Dark Match, der als Bonus hier gekommen ist auf die Kassette. Also wie gesagt, wer sich überraschen lassen will, vergisst das, was Jason eben gerade gesagt hat, konzentriert sich auf diesen Kampf und freut sich auf den Main Event Cannonball Grizzly ohne Bruiser Mastino gegen Ian Rotten und einen Mystery Opponent. Ganz große Sorry von meiner Seite aus. Ich wollte die Spannung nicht wegnehmen, aber das passiert natürlich im Eifer des Gefechts. Jetzt vielleicht wieder im Ring auf die Aktion, die wir eingehen sollten. Denn das Match, ich glaube, das nähert sich langsam dem Ende. Was meinst du, Steve? Ja, es wogte bis jetzt einigermaßen hin und her. Wild Cheyenne logischerweise setzt ihre Kraft und ihre Statur richtig ein. Hier wieder ein Aufgabegriff, aber nicht so lange gehalten. Nun präsentiert sie sich ihren Fans, die sie natürlich hat. Ich sehe gar keine Reaktion. Ach doch, hier, da, ein Schild. Und das nutzt Sonja aus. Also ziemlich dumm. Das ist ein Anfängerfehler. Ob es Ausnutzen war, sie sah ziemlich... Oh, ein Crossbody. Guckt euch das an. Hey, sie fängt sie auf. Meine Güte. Wahnsinn. Ein Slam. Naja, gut. Der Tritt ist härter als der Slam, fürchte ich aber fast. Aber ich höre im Hintergrund, es wird angezählt. Der German Kid zählt die beiden an. Wild Cheyenne kommt wieder in den Ring und... Oh, das war jetzt der Sieg durch Aussehen, oder was? Das war der Sieg durch Countout. Oh, meine Güte, kein schönes Ende. Aber jetzt steht es natürlich 1-1. Ein Sieg für Sonja, ein Sieg für Wild Cheyenne. Und jetzt vielleicht, bevor wir dieses Match ganz beenden, noch der Hinweis bei der IWW Wien Show, eine ganz kleine Show, wenn wir nicht zu doll darauf eingehen, da teamte Sonja mit Gary Mountain gegen Wild Cheyenne und den German Kid, glaube ich sogar. Ist das richtig? Richtig. Das nur als Info nebenbei für alle treuen IWW-Fans, die daran interessiert sind. Ja, der Sieg geht an Wild Cheyenne, für mich persönlich eigentlich ganz gut. Sonja hat doch nicht ganz aufgepasst, die Geste eben war nicht gerade sehr nett, aber naja, es war noch nicht mal der Effenberg-Finger, es war der Effenberg-Arm, da können wir etwas milde walten lassen, falls sie überhaupt wissen, was das mit Effenberg zu tun hat.